So, ich habe noch was gefunden, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist auch eine schöne alte Anlage. Ich glaube, ich müsste jetzt mal gucken im Internet. Ich glaube, 80er, 90er rum. Sieht designmäßig echt gut aus. Das sind einzelne Komponenten. Ja, so. Also zweimal unten, zweimal oben. Einmal Radio, dann Verstärker. Unten Minidisc. Kennt auch kaum jemand. Und hier CD-Player. Ich muss mal gucken. Eine CD mal raussuchen. Musik-CD habe ich auch schon hier. So, machen wir mal an. Hier unten schaltet man das Keil ein. So, das sieht schon geil aus. Dann hat man hier überall, seht ihr ja, blaue LED-Beleuchtung. Ja, klingt auch affengeil. Kann man verschiedene Sachen einstellen. Hier unten zum Beispiel. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Wollte ich jetzt nicht. Hier ist es. So, da kann man dann umschalten. Hier die verschiedenen Eingänge, CD, Minidisc, hinten den Eingang, da habe ich einen Plattenspieler hier unten dran, habe ich auch noch und wieder Radio. So, ja, da kann man auch umschalten, LED-Beleuchtung ein, aus. Hier hat man noch die Höhen und Tiefen, kann man noch ein bisschen regeln für die Boxen. Ja, das wäre erstmal zum Radio. So, jetzt schmeißen wir mal eine CD rein. Ich mache mal CD-Player auf. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das wieder war. hier oben. So. CD. Na. CD rein. Oh, muss ich doch auf CD umschalten. So. Er mag nicht. Was macht denn der heute? Jetzt will man was zeigen. Jetzt fängt der an, nochmal zu drehen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, was der heute wieder hat. Ah, hier unten. Sollte eigentlich nicht passieren. Ja, ich weiß nicht, was der heute hat. Vielleicht liegt es am Wetter. Ich weiß es nicht. Ja, zumindest gucken wir mal, was er sagt. Ich gehe mal auf Play. Ihr hört es schon, es funktioniert, aber warum der jetzt so rumspinnt, meine CD frisst, ja, wahrscheinlich habe ich nicht gefüttert, mal ein paar Wochen lang, jetzt hat er Hunger, aber so ist das, wenn man was zeigen möchte. Es klappt oder es klappt nicht. Ja, das wäre jetzt zum CD-Player, und da hat man ja auch verschiedene Möglichkeiten, CD-Text einstellen, Track und Vorspulen, Rückspulen, das kennt er ja alles von den ganzen Geräten, was es so gibt, was CD-Player betrifft. So, das mache ich mal aus. Es kann auch sein, muss ich nachher mal gucken, was mit den Kabeln wieder los ist. Vielleicht ist ein Kabel nicht richtig drin. Ich weiß nicht, warum der die CD immer reinnimmt. Wie das sonst immer. Na gut. So, ich gehe mal auf die andere Seite. Zeige ich euch erstmal. Ich hoffe, dass das wenigstens funktioniert. Mit der Minidisc. Ja. Das war jetzt bloß so ein spontanes Video, was ich erstmal am Stellen machen wollte, weil ich noch andere Sachen vorhab. So, ich halte es mal ins Fernsehen, würde ich sagen. Ich halte es mal in die Kamera. So sehen die Minidisc aus, werden einige noch kennen. Ja, also im Prinzip CDs, DVDs im Mini-Format. Da gab es ja damals mal hier diese Minidisc-Player. Ich finde das geil. Schiebt man mal. Ach, da ist ja schon innen drin. Rausmachen. Gut, kann ich es hier zeigen. So sieht das aus. Schiebt man so ganz vorsichtig rein. So, dann drückt man mal ganz vorsichtig auf Play. Gehe ich mal wieder auf die andere Seite. Nicht, dass ich vor der Kamera rumspringe. Ihr müsst ja meine Nase nicht immer sehen. So. Ja, die macht schon ganz schön Power. Da kann man dann auch wie bei den CDs vorspulen. Ist im Prinzip wie eine CD. Bloß eben. So, seht ihr ja hier oben. Und da kann man das vorspulen alles. So, aber warum das hier oben jetzt, hä? So rumspinnt, das weiß ich nun mal nicht, was der wieder hat. Normalerweise muss das Fach draußen bleiben. Ja, habe ich wieder was zu basteln, wie das so ist. Es gibt immer was zu tun. Vielleicht habe ich auch irgendwas verstellt hier. Ich weiß es nicht. Ja, das muss ich mal nachgucken. Wenn das, wäre ich mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Letztens ging es noch alles mit den CDs. Ja, und heute, wenn man mal was zeigen möchte, euch mal so eine schöne Anlage präsentiert, geht wieder bloß die Hälfte. Keine Ahnung, was der hat.
Keine Ahnung. Naja, nicht so schlimm. Machen wir wieder Radio ein. So. Und ich denke mal, das war's erstmal wieder. Wollte ich euch mal zeigen, das ist eine Technics-Anlage und die hat mir im Internet so super gefallen, was designmäßig mich so begeistert hat. Und da habe ich mir gedacht, die holst du ja mal, stellst du hin. Und dazu gibt es noch zwei Boxen dazu, die klingen auch relativ gut, sind aus Holz. Ja, kann ich euch auch gleich mal zeigen. Günstig bekommen, also relativ günstig, sage ich mal. Aber Zustand 1A würde ich sagen. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Teil. Und das sind so Sachen, was mich einfach begeistert. Es gibt ja noch andere Leute, die auf so eine Sachen, auf die alten Sachen stehen. Ja, das neue Zeug, ich halte einfach nichts davon. Man kauft das, kennt ihr ja, dann hat man 2-3 Jahre Garantie. Und ich denke mal, in der Garantiezeit geht das dann meistens kaputt oder irgendwas ist mit den Zeugs. So, und die alten Sachen einfach, die kauft man oder hat man es dann damals gekauft oder kauft es jetzt gebraucht irgendwo, wie ich die Anlage geholt habe. Schaltet die an, die läuft, die läuft, die läuft. Das Einzige, was man machen muss, eventuell mal alle paar Jahre mal reingucken, entstauben. Ja. Das ist das Einzige. Ansonsten ja, kann ich sagen, das ist einfach Technik, die begeistert. Ne? Und das ist nicht Plastik oder ein bisschen Plastik ist dran, aber Metallgehäuse so ein bisschen. Mir gefällt das einfach, das Design, ja, das, die Einzelkomponenten. Ich würde mir nie eine Anlage kaufen, wo alles in einer Anlage drin ist. Geht bei irgendwas kaputt, steht man auf dem Trockenen. So, und jetzt habt ihr ja mitbekommen mit dem CD-Player, der hat auch seine ja, Corona und der will nicht mal so richtig. Und da habe ich wieder was zum Basteln gesteckt, den hinten bloß ab und der Rest funktioniert immer noch. So, bei einer anderen Anlage, wo alles komplett drin ist, ja, sitzt man dann auf dem Trockenen. Hat kein Tönchen und nichts und kann es auch reparieren, ist nicht das Problem. Aber da muss man eben die ganze Anlage dann komplett zerlegen. Und so habe ich eben die Einzelkomponenten. Ich mag das einfach, wenn das so einzeln ist. Bei der Schneideranlage, die ich euch mal gezeigt habe in dem Video, ist genau dasselbe. Auch schön einzeln. Und da kann man die einzelnen Komponenten abstöpseln, läuft der Rest noch weiter. Und das ist für mich auch ein bisschen wichtig gewesen, so eine Sache. Es gibt ja so viele tausend Anlagen im Internet, schöne, geile Anlagen, ob aus Ostzeiten oder aus Westzeiten. Aber ich habe leider kein dickes, fettes Haus mit einer dicken, fetten Scheune, wo ich mir das Zeug einlagern kann, Museum draus machen kann, reparieren kann und sowas. Das ist, ja, ist ein bisschen traurig manchmal, aber so ist das Leben, sage ich immer. Alles kann man nicht bekommen. So, würde ich sagen, machen wir wieder Schluss. Habt ihr mal gesehen, was ich hier noch so rumstehen habe. Die Boxen werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, nicht weltbewegendes, aber schön. Und dann machen wir wieder Schluss. Das wären jetzt die Boxen dazu, eine links, eine rechts. Und die sehen ja auch, würde ich sagen, relativ schön aus. Ich habe noch so ein Gitter dazu, das habe ich jetzt bloß mal abgemacht, damit ihr mal seht, wie es aussieht von der Optik her. Ich finde das schön. Das hat was. Aber ich mache mal das Gitter davor. Das ist das hier. Das kommt dann hier so davor. So sieht es dann aus. Oh, dann steht eine links und eine rechts und tut mich dann beschallen. Aber so vom Design her, hier oben ein kleiner Kratzer drin, sehe ich gerade. Oder Dreck, weiß ich nicht. Aber so, wenn man so sieht, hat was. Und vor allen Dingen, ja, man hört es, Holz, ja, kein Plastik. Und das klingt ja auch wesentlich besser und schöner, wenn man so ein schönes Holzgehäuse hat. Und das sind so Sachen, was mir eben gefällt. Ja. Wollte ich euch mal zeigen. Zwei-Wege-System, ja, nichts Nobles, nichts Teures, aber klangmäßig relativ gut. Das war's dann erstmal wieder. So, ihr habt da mitbekommen in den CDs, das hat nicht so geklappt. Mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich musste das CD-Laufwerk vor uns mal auseinanderbauen, habe reingeguckt und wie das so war, der Keilriemen. Neuer rein, fertig ist. Jetzt zeige ich euch das mal und ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert. Ja, es ist schon ziemlich spät. Ich habe meine LED-Beleuchtung noch an. Ihr wisst, ich habe Probleme mit dem Licht, aber so müsste es gehen. CD rein. Ja, auf Play gedrückt. Jetzt sollte normalerweise, wenn alles funktioniert, ja, CD raus. So, passt. Einwandfrei. Ja, und so soll es sein. CD nochmal rein. So. Play. So, ein bisschen vorspulen. Ja.
perfekt. Ja, an solchen Kleinigkeiten liegt es manchmal. Da kann man nichts machen, ist einfach so. Gut, das war es jetzt. Repariert, die Kleinigkeit ganz gemacht und ich kann wieder ruhig schlafen. Machen wir wieder aus. Ich schneide das mal mit rein ins Video. So, passt alles wieder. Jetzt müssen wir bloß wieder ein bisschen Radio anmachen. Na, wo war Radio? So, gut, Feierabend wieder. Bis zum nächsten Mal.